Willkommen zurück zu einer neuen Folge Red Dead Redemption 2 und wir wollten heute Geld eintreiben, aber der Mann hat mich gerade angesprochen. Listen, friend, I know I can never repay you, but how about you head over to the gunsmith and pick out your choice of item on my tab? Oh, well, thanks. Yeah, seemed like the least I could do with him being sent straight from the Almighty to save my life. Okay. Yeah, the Almighty. Always a doubter you are. Wir kriegen hier was umsonst. Ja, geil. Hey, what can I do for you? Better outside told me I could grab something on his tab. One with the bite in his leg. Oh, Norbert, huh? Well, he's good for it. About all he's good for between the two of us. Well, take a look around. Find something you like, I'll put it on his tab. Kann ich mir jetzt hier irgendeine Waffe aussuchen? Ja, die kann ich natürlich nicht, okay. Nehmen wir mal ein Gewehr. Rapidgewehr. Eine haben wir schon. Was holen wir uns? Das ist aber geil, dass wir jetzt hier eine aussuchen können, die wir einfach so nehmen. Nee, ich will auf jeden Fall ein Gewehr haben. Schnappen wir uns, würde ich sagen. Na nee. Das hier. Fine choice. I'll let them know. Ja, das holen wir uns. Hey, danke, Kumpel. So. War es also eine Militärwaffe? Okay. Es ist also eine Militärwaffe. Das hat sich doch gelohnt, Freunde. So, wartet mal. Gut, reiten wir und holen uns mal ein bisschen Geld jetzt. Wir sind neu frisiert. Unser Bart wächst. So muss das sein. Steck doch die Waffe weg. Fährt schon wieder keine Ausdauer. Steckt doch die Waffe weg, Mensch. Wieso zieht er immer die Waffe? Ist das nicht eine schöne Nacht? Ich glaube, wir haben Vollmond, oder? Kann man das irgendwo sehen? Ah, nee, nicht ganz. Warte mal.
Bock irgendwie jetzt noch mal zu jagen. Egal. Da vorne ist Licht. Da müssen wir auch, glaube ich, hin, ne? Okay, hier ist kein Durchgang. Wie sieht's denn? Nee, hier war ich doch gerade, ne? Das schlafen wahrscheinlich alle, oder? Well, I don't know anything about that. I didn't mention the dead, Chick Matthews. Come back here. Hey! Get back here! You owe us money! I'm begging you! Stop! God dang it! This map will take you to the money. Lucky I ain't taking your teeth as well. The Schatzkarte. Well, this is real uncharacteristic. I promise. Okay. Wo ist die Schatzkarte? Sollen wir irgendwas zustoßen, sind alle meine Besitzer hier aufbewahrt. Okay, umdrehen. Da ist nix. Okay, weglegen, oder? Das weit. Ja, komm her, Pferdchen. Oder ist er der Hedge schnell hingerannt und räumt den leer? Er ist ja auch in die Richtung, ne? Alles gut hinkommen. Ui, ganz ruhig. Ganz ruhig. So, sind wir jetzt gleich mal da. So, warte mal, wie weit ist das denn weg? Ach, da vorne, okay. Okay, wir warten mal. Schatzkarte. Es soll im Loch eines Baumes sein. Okay, warte mal. Da. Da ist der Baum. Denke ich mal, oder? Oh ne, hier, stimmt.
Ja, hallo? Wie viel gibt's das? Chicken Schulden? Okay. Come on, girl. So, gehen wir. Das wollte ich nicht. Ich wollte die Karte. Gut. Nächste Schulden werden aufgetrieben. Yeah. Das ist aber nicht hier, warte mal. Aua. Was ist eigentlich hier? Durchsuchen. Lesen. Okay. Umdrehen. Okay, weg. Geheime Predigt gefunden. Schublade durchsuchen. Was ist das denn hier? Nehmen. Starkes. Von Tokio oder was war das? Dead Eye. Okay, ich habe mein Dead Eye verbessert. Geil. Zigarettenbilder. Sehr schön. Eins von vier Bildern, von 12 Bildern entdeckt. Nochmal was nehmen. Zigaretten. Gut, hier ist nix. Hier ist auch nix. Okay, hat sich trotzdem gelohnt hier. Ich meine, das Bild hätte ich sonst nie gefunden, ey. Nie. Pferdchen? Muss ich jetzt zu dir? Ah, du bist da irgendwie. Oh nein, buggt das jetzt echt? Oh nein. Oh nein. Scheiße. Jetzt packt mein Pferd oder was? Na, warte mal. Ah ja, geil. Hey. Komm, 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 komm. Jawohl. Oh, Glück gehabt, ey. Glück gehabt, Freunde. Ich hatte keinen Bock, mein Pferd abzugeben. Das wäre nämlich scheiße gewesen. Wieso sagt mir das Navi immer den umständlichsten Weg? Verstehe ich nicht. Kann ich doch auch gleich so gehen. Reiten. Okay, beim Geschäft mit Cooper. Dann kletter rüber, nicht so schwerfällig hier. Gut, also hier. Oh, come on! Why has it always gotta be such a goddamn performance with you? Lily, where's our money? What? That loan you took. It's payday. I'm sorry. I don't have it right now. Well then,
I guess we got a big problem, don't we? Cooper, give him what you've got. I ain't giving him nothing except a lesson in damn manners. Son of a bitch. Was, Kumpel? Willst du dich mit mir hauen? Na gut, kannst du bekommen. Okay. Komm, gib ihn. Wie Raubüberfall? Wo? Kletter doch rüber! Der wollte mich killen. Ihr habt das alle gesehen. So, den plündere ich jetzt auch. Ist mir egal. Er wollte mich killen, Freunde. Ihr habt es alle gesehen. Gut, Freunde. Dann machen wir jetzt weiter mit. Wie Ermittlung. Oh damn. Hey, you hold up. This has something to do with you. Stop running like a damn fool. This ain't got nothing to do with you. You looking at Hä, wieso denn? Ja, toll, geil. Wieso denn? Er wollte mich doch. Oh. Ist das behindert schon wieder hier, ey? Jetzt undercover. Gut. So, kann ich jetzt in Ruhe die nächste Mission mal hier machen. Ich werde immer noch gesucht. Aber die finden mich wohl nicht, oder? Kopfgeld 40. Wieso? Deswegen habe ich jetzt hier ein Kopfgeld, verstehe ich nicht.
interesting way of putting it, Seamus. No doubt. I do interesting very well. It's trusting I don't do so well. Oh, please. All right, this is Seamus. He's our new partner. I ain't no such thing. Prospective new partner, if he likes this. Liking ain't the problem. Trusting is, as I said. Keep your voices down. I don't want my boss hearing. This is a sideline. Of course. Look at us. Honest as the day is long. Exactly. I'll tell you what. Let us prove ourselves. Prove ourselves? To this clown? What you talking about? Good day, Hosea. Good luck with your business dealings. Listen, he's rough and ready and quick with his tongue, but I swear you can trust him and trust me. I'm an old man. You're not old, Seamus. I'm old enough, and you know I ain't dead. You don't trust idiots. Exactly. We're not idiots. Let us prove it to you. Okay. I'll tell you what. Arthur! Old Bob Crawford and his boys just bought a beautiful stolen stagecoach from upstate. It's in their barn. Now you go get that. And then we can work together. Who's old Bob Crawford? An acquaintance of mine. So you want us to take out your competition? Well, he's not just an acquaintance, but a cousin. By marriage. I also want to see if you boys got what it takes. Now you survive that. Where is he? Well, he's in a farmhouse just northwest of here called Carmody Dell. It's just up the train tracks as you're heading up towards Fort Wallace. There's also some money in that house, but that's your business, not mine. But don't kill nobody. Folks know we ain't intimate no more, and they'll know it was me. But you're fine with us robbing your cousin. By marriage. And yes, I'd love it. You heard the man. Let's go rob his cousin. By marriage. Vorsicht, Kumpel. Really? Really. Lead the way. He said the place is just northwest of here. Me? Watch out! Look out, Arthur. Watch out! The other one has been out gallivanting around here. That's what you call it. Well, clearly you've recovered from your bear encounter. Yeah. Okay, wir nehmen den offiziellen Weg, ja. You could've played that better, couldn't you? Thought you wanted me here to show some strong arm. That's usually how it goes. Yes, but you know how this works. Come on, Hosea. Wir nehmen den offiziellen Weg, Freunde. And that's why he's perfect. He won't cause us any problems. A safe spot to fence wagons and coaches, that's easy money for us. I guess you're right. Come on, it's not like he's asking us to rob a bank. If the two of us can't steal a stagecoach from Seamus's old crooked cousin by marriage, we should hang up our hats now. So what's the story with that Emerald Ranch? You find out anything else? A little. Owner's a nasty type by all accounts. Seamus is sure scared of him. That's not saying much. Something strange about them. So, back to what I was talking about. Hey, where are you going? Used to be a saloon there, general store. Hey, let's keep it down now. We must be close. Oh, wow. See the place up ahead. We should go on foot from here. Let's see what we're dealing with. Come on. Also Pferdeunfälle in dem Spiel sind nicht selten. There's the house. I see the barn in the back. Stagecoach has to be in there. Okay, good. Let's take a quick look at the place. Anyone around? Yes. Okay. I reckon we can do it now. I'll head over, distract him by putting on a little show while you sneak into the house, find what you can, then get the stagecoach. Or wait until nightfall. Sneak in, then I'll get the coach.
you can try the house. What do you think? Wir machen es bei Tag. Let's do it now. Sure. All right then. Don't follow me. Gut. Wait until I have them distracted outside, then sneak into the house. Ich würde sagen, wir gehen hier von der Seite rein. So ganz sneaky. Geht denn da jetzt ab? Okay, war bei Tag vielleicht doch nicht so gut. So, Perlenkette haben wir hier. Jetzt kann man hier, glaube ich, nichts mitnehmen. Warte mal, hier ist noch Alkohol. Ah, da ist noch Geld beim Kamin. 150. Ja, nehmen wir auch mit. Eine Karotte. Nehmen wir auch mit. Okay, hat sich auf jeden Fall gelohnt, Freunde. Hier ist noch eine Truhe. Die durchsuchen wir. Und nehmen alles mit, was wir bekommen können. Gut, jetzt gehen wir zur Kutsche. 183 Kröten. Holla die Waldfee. Get on, Arthur. We don't have time to mess around here. Come on, let's get out of here before the law shows up. Yep. Gut, Kutsche haben wir auch geklaut. Shit, there's a man coming. Just play it cool. He might not know the situation here. I think we should be okay now. We're far enough away. Mein Pferd soll mir folgen. We could have done this without killing anyone. It worked out. Got everything we needed. That's not the point. It might not have... What if there were more people around we didn't know about? You could deal with them too. All right. Fine, it's done now. Let's just get back to Emerald Ranch and turn this in. Gut. Man muss jetzt trotzdem zwei Leute umbringen. So what were you able to lift from the house? Found some money, stashed away. Must be a few hundred, not too bad. Not bad at all. This was easier than hunting a 1,000-pound grizzly, anyway. No doubt. I won't forget that in a hurry. I'm looking forward to your retelling of that one around the campfire. It wasn't the first time Mr. Matthews had stared death in the eye. And as usual, he did not flinch. Yeah, exactly. How long you think we're gonna stick around here for? Not sure. Until we can't, I suppose.
Okay, here we are. Just pull the coach into the barn there. Hello, Seamus. We met your cousins. How was it? Fine. Nice people. Nice people. Put that thing in here. Quickly. Nice work, Hosea. It was mostly Arthur. Like I said, coarse but competent. Here. Thank you. If you find any other coaches that need selling, I'll see what I can offer you for it. But discreet, you know. Of course. Goodbye, gentlemen. I'm heading back to camp, I think. You coming? Sure. Gut, reiten wir ins Lager. Da wollte ich sowieso hin. Da wollte ich sowieso hin. So, wir müssen jetzt nämlich noch ein paar Sachen erledigen. Unser Camp muss auf jeden Fall aufgewertet werden. Und zwar. Good morning. So, was wollte ich? Ich wollte, genau, so einmal hier die Geldgrube lang. Oh, John was looking for you, Arthur. He's over by the tree behind the campfire. He was? Mm-hmm. Okay, thank you, Miss Grimshaw. Gut. Nee, ich wollte eigentlich in das Buch. Das spende ich jetzt mal für 5. Nein, 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 nein. Oh, ich wollte an das Buch. Kontrollbuch, so jetzt. Da wollte ich nicht was kaufen. Nächste Seite. Nächste Seite. Nächste Seite. Und zwar wollte ich eigentlich ganz gerne. Hühnerstall kaufen. Denn das macht die Qualität für den Eintopf besser. Steht da ja oben auch. So, und dann Werkzeug. Oder? Jawohl, dafür gibt es auch gleich eine Trophäe, gibt es den Arm, sehr schön. Und Freunde, ich würde sagen, die Folge ist jetzt vorbei, wir haben was für das Camp geleistet. Lasst eine Bewertung da, wenn es euch gefallen hat. Würde mich freuen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.